Eine genaue Anleitung, also eine eindeutig festgelegte Abfolge von Befehlen zur schrittweisen Lösung eines Problems, nennt man Algorithmus. Sind diese Befehle in einer Programmiersprache formuliert, dann kann der Computer den Algorithmus ausführen. Ein Algorithmus ist so ähnlich wie ein Kochrezept. Nur dass in diesem Fall nicht der Computer, sondern eine Person die Befehle liest, ausführt und wenn alles gut geht, zu einem Ergebnis kommt. In der Informatik nimmt man es mit Anleitungen etwas genauer. Gute Algorithmen müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen. Welche das sind, erfährst du in diesem Video. Ein guter Algorithmus sollte allgemein gültig sein, das heißt mehrere Probleme der gleichen Art lösen können. Stell dir beispielsweise eine Suchmaschine vor, welche nur für einen bestimmten Suchbegriff Ergebnisse liefert. Damit kann nun wirklich niemand etwas anfangen. Daher sollte darauf geachtet werden, dass ein Algorithmus auch bei verschiedenen Eingaben, also mit unterschiedlichen Parametern, funktioniert. Die Finitheit oder Endlichkeit ist eine weitere Eigenschaft. Endlich ist etwas, das ein Ende oder eine Grenze hat, also das Gegenteil von unendlich. Ein Algorithmus ist statisch finit, wenn er durch ein endlich langes Programm, also mit einer begrenzten Anzahl von Befehlen mit begrenzter Länge, beschrieben werden kann. Der Algorithmus kann also im Prinzip zu einem Ende kommen. Ein Algorithmus ist dynamisch finit, wenn er während der Ausführung nur begrenzt viel Speicherplatz, zum Beispiel für das Speichern von Zwischenergebnissen, benötigt. Wenn ein Algorithmus für eine spezifische Eingabe nach endlich vielen Schritten ein Ergebnis liefert, so terminiert er für diese Eingabe. Wenn ein Algorithmus zudem für jede beliebige Eingabe hält, so ist dieser terminierend. Wenn die Suchmaschine bei jeder beliebigen Eingabe ein Ergebnis liefert, dann handelt es sich um einen terminierenden Algorithmus. Determinismus bedeutet, dass eindeutig festgelegt ist, welche Anweisung oder welcher Befehl dem jeweils vorangegangenen Befehl nachfolgt. Ein Algorithmus ist deterministisch, wenn es zu jedem Zeitpunkt der Ausführung nur einen möglichen Folgezustand gibt. Die Suchmaschine in unserem Beispiel arbeitet dann deterministisch, wenn bei der wiederholten Eingabe desselben Suchbegriffs auch dieselben Schritte in derselben Reihenfolge ausgeführt werden. Etwas abgeschwächt und nicht zu verwechseln mit dem Begriff Determinismus ist die Eigenschaft der Determiniertheit. Liefert der Algorithmus bei derselben Eingabe auch immer wieder dasselbe Ergebnis und ist es aber egal, wie er zu diesem gelangt, dann spricht man von einem determinierten Ergebnis. Auch ein nicht deterministischer Algorithmus kann bei wiederholter Ausführung mit denselben Parametern ein determiniertes Ergebnis liefern. Die Suchmaschine in unserem Beispiel liefert dann ein determiniertes Ergebnis, wenn bei der wiederholten Eingabe desselben Suchbegriffs auch dasselbe Ergebnis rauskommt. Ob der Algorithmus dazu deterministisch oder nicht deterministisch arbeitet, ist hier egal. Weil der Determinismus strenger definiert ist als die Determiniertheit, liefern deterministische Algorithmen auch immer determinierte Ergebnisse. Umgekehrt gilt das aber nicht. Fassen wir noch einmal die vorgestellten Eigenschaften von Algorithmen zusammen. Allgemeingültigkeit, Finitheit, Terminierung, Determinismus und Determiniertheit. Weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Berechenbarkeit, Korrektheit oder Effizienz von Algorithmen, werden in Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Datenstrukturen und Algorithmen ausführlich behandelt.